Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Regionaldialog Pflegestärken heiße ich Sie alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns gemeinsam darüber austauschen wollen, wie wir die Pflege in Deutschland zum Wohle der Pflegebedürftigen, aber auch der Angehörigen, aber auch derjenigen, die in der Pflege tätig sind, weiter stärken können. Sie alle leisten eine ganz wichtige Arbeit für die Pflege von Menschen in unserem Land. Ob Sie in einem ambulanten Dienst, einer stationären Pflegeeinrichtung, einem Beratungsangebot oder einer Pflegekasse arbeiten. Ihnen allen liegt das Wohl der Menschen, die unsere Unterstützung bedürfen, am Herzen. Sie wissen, dass wir mit Pflegestärkungsgesetzen die Pflege in diesem Land nach vorne bringen. Zum 1. Januar 2015 sind wichtige Verbesserungen gerade für die Pflege zu Hause in Kraft getreten. Am 1. Januar 2016 ist nun ein Beratungsanspruch auch für pflegende Angehörige in Kraft getreten. Eine wichtige Verbesserung. Und im Jahr 2017 steht ein großer nächster Schritt an. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff sorgen wir dafür, dass beispielsweise demenziell Erkrankte gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung bekommen. Unser Ziel ist es, dass alle Menschen wirklich die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, dass genau gefragt wird, welche Stärken gefördert werden können. Das zu erreichen, werden wir nur gemeinsam bewältigen können. Deswegen sind uns Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen so wichtig. Was erwarten Sie von diesem neuen Begutachtungssystem? Wir wollen zusammen diese großen Schritte zu einem Erfolg machen. Seien Sie versichert, wir werden genau zuhören und auswerten Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen zur Grundlage unserer weiteren Arbeit machen. Deshalb nochmals dafür herzlichen Dank.